improvisieren. Sollte er mal eher anfangen? Ja, ich meine, bei ihm, er muss auch mit seinen Kräften haushalten. Und das hat jetzt schon ziemlich gezerrt. Und klar, wenn er durch hinten raus, will er die Runde unbedingt gewinnen, was eigentlich das Wichtige ist. Aber man hat das Gefühl, dass er mit diesen linken Händen und der rechten daher ja kurz vorm Ende jetzt steht. Das wäre natürlich für ihn nochmal ein ganz besonderer Prestigeerfolg, diesen ersten WBO-Junioren-Weltmeistergürtel im Schwergewicht vorzeitig zu gewinnen. Gegen den K.O.-König aus Hamburg, gegen Ilja Mezenzev. Er weiß das auch. Er weiß, dass er den Kampf vorstellen kann. Jetzt wackelt Mezenzev. Das kann er nicht mehr halten. Oh, schwerer K.O. Kampf ist aus. Er wollte nicht fallen, Ilja Mezenzev. Er hat gekämpft, aber er war in den Seilen schon benommen. Korrekte Entscheidung des Schweden, Michael Hock.